Bootstrap 3.2. Kicktemp ist eine Erweiterung, die ich geschrieben habe. Und ja, wer bin ich? Mein Name ist Nils Nübel, bin 28, bin Webentwickler, beschäftige mich mit HTML5, CSS3, jQuery. Mit Joomla beschäftige ich mich seit 2009. Selbstständig bin ich auch seit 2009 mit der NR Medienagentur, mit der wir im Jahr ungefähr so 10 bis 20 Projekte realisieren. Den J&B e.V. bin ich beigetreten 2012, habe letztes Jahr schon den Joomla Day mitveranstaltet, die Webseite gemacht mit den anderen Leuten und dies Jahr auch wieder. Und ja, mein Mauszeiger sieht man hier. Das ist mein Twitter-Account, das ist die Unternehmensseite und ich warte nochmal ganz kurz. Alles klar. Kicktemp. Ich weiß nicht, kennt jemand das Blank-Template oder habt ihr alle schon mal irgendwie Templates programmiert? Wer hat schon mal getemplated mit Joomla? Okay. Setz dich, Frank. Ja, ich mache das eigentlich tagtäglich, irgendwelche Templates zu programmieren und stehe immer wieder vor den gleichen Problemen. Wie setze ich eine Webseite auf? Welche Modulpositionen brauche ich? Welche Programmsprachen benutze ich? Und da habe ich mir ein paar Gedanken drüber gemacht die letzten Jahre und immer wieder meine Ideen in das Standard-Template, was ich benutze, einfließen lassen. Und irgendwann ist da ein eigenes Projekt draus geworden. Das, oder ein Produkt. Das basierte alles mal auf dem Blank-Template von dem Alexander Schmidt. Aber wenn man das installiert, hat man halt einfach nur eine reine weiße Seite. Eigentlich ist kein Bootstrap mehr drin. Das hat er ja alles relativ rausgeschmissen. Er hat noch eine zweite Version mit Bootstrap jetzt gemacht in seinem GitHub-Account. Und Kicktemp basiert halt eben auf dem Blank-Template, benutzt Bootstrap 3.2. Less gibt es auch da drin, muss man nicht benutzen. Dann ist es so, dass ich entwickle mit CodeKit. Das ist ein CSS-Compiler. Das heißt, man kann eben Less-Dateien kompilieren und daraus eine CSS-Datei machen, mixen, Variablen und sowas schreiben. Da komme ich aber ganz zum Ende hinzu. Das ist schon etwas höhere Technik. Das Template benutzt jQuery. Entweder das, was von Joomla automatisch kommt, oder man kann halt seine eigenen jQuery-Datei einbinden. Und das ganze Ding ist auf GitHub hochgeladen. Das heißt, ihr könnt dort das Template euch kostenlos runterladen und das bei euch installieren. Kommen wir mal kurz zu den Basics. Bootstrap basiert auf einem Grid-Layout, das kann man selber bestimmen. Standardmäßig wird es ausgeliefert mit 12 Spalten. Das heißt, wir haben hier oben 12 Spalten, die normalerweise immer so lang laufen. Und man kann eben halt über CSS-Klassen festlegen, wie breit meinetwegen ein Div-Container ist. Wenn wir sagen, okay, wir wollen ein Logo oben links haben, was jetzt nicht irgendwie so breit sein soll, dann würden wir halt einen Div-Container um das Logo rumsetzen, eine 2 setzen, da gibt es spezielle CSS-Klassen, Kohl, dann eben XS für das Handy, SM für Small Device, dann gibt es noch MD und LG, da komme ich immer auch gleich zu. Und dadurch kann man dann festlegen, wie breit eben halt die Spalte sein soll. Das findet man auch in dem Standard von Joomla, da kommen wir auch gleich noch zu. Und man kann eben mit Offsets solche Div-Container auch verschieben. Das heißt, wenn wir sagen, okay, wir wollen das Logo irgendwie mittig haben oder speziell irgendwie vorher Platz lassen, können wir mit diesem Grid-Layout sagen, okay, lass bitte 2 Spalten vor dem Div-Container Platz. Da basiert auch eigentlich das ganze Template drauf. Modulpositionen habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn man anfängt, ja, was benutzt man für Modulpositionen? Das sind die, die standardmäßig in dem Kicktemp drin sind. Wir haben oben Logo, Menü, Top, Sidebar A, Sidebar B, das sind so Inner Top, Content, Inner Bottom und damit lässt sich eigentlich auch relativ viel realisieren. Ist das jedem klar? Okay. Dann kommen wir nämlich jetzt schon zu den Template-Einstellungen, weil das wird jetzt nur eine kurze Einführung und danach zeige ich das, wie das alles geht, wie man das installiert. Wenn man das Template installiert, bekommt man jetzt relativ viele Einstellungsmöglichkeiten, die ich in den Projekten immer benötige. Man hat hier oben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte, dass
lässt, also die Lest-Dateien mit CodeKit bearbeiten. Man kann auch irgendein anderes Programm benutzen, wenn man mit Windows arbeitet. Ich weiß nicht, wer irgendjemand mit Windows arbeitet und CSS kompiliert, welches Programm man da benutzen kann. Ach, ja, genau. Da dementsprechend, da habe ich einen Ordner angelegt, wo die Lest-Dateien drin sind, und da muss man halt einfach auswählen, wie die CSS-Datei heißen soll, die er ausgeben soll. Hier so Standarddinger, dass man sagen kann, okay, ich möchte auf der Startseite eigentlich nur mit Modulpositionen arbeiten und ich möchte nicht, dass der System-Output ausgegeben wird. Das heißt also, die GDoc-Component gibt ja normalerweise den Standard-Output von Joomla aus, dann kann man sich eben halt eine Kopie ziehen von dem Template und sagen, okay, ich brauche auf der Startseite keinen System-Output, dann kann man das hier anstellen und dann wird der ausgeblendet. Content Wrapper, wenn wir zurückgehen auf die Modulposition, würde eben halt das komplett hier alles rausrendern, also ausblenden. Dann gibt es die Möglichkeit, verschiedene Seitentypen zu laden. Man hat ja normalerweise, wenn man ein Template anlegt, eine Index.php, wo alle Modulpositionen drin sind, die man aufbaut. Jetzt hat man hier die Möglichkeit, das haben Robert Deutz und ich mal gesagt, das ist ganz gut für ein Projekt, dass man sagen kann, okay, ich möchte verschiedene Index.php-Seiten haben, weil ich andere Module brauche. Da braucht man nicht ein extra Template neu anlegen, sondern kann dementsprechend einfach sagen, okay, ich nenne die Index-Multipage.php und über die Variablen wird dann eben halt das Ding geladen. Hier haben wir zum Beispiel jetzt, kann man das lesen? Ja, ne? Man hat hier zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, wie breit die linke Spalte sein soll. Das ist jetzt hier Bootstrap-konform. Wenn man mit UI-Kit oder sowas arbeitet, müsste man halt die Sachen austauschen in dem Template. Das würde auch funktionieren. Das besagt halt auf dem 12er-Grid-Raster, dass die Sidebar 4 Spalten breit sein soll. Sidebar B ist auch 4 Spalten breit. Und wenn eben halt eine Spalte von denen aktiv ist, soll die mittlere Spalte 8 Spalten einnehmen. Das heißt, wir haben 4 und 8 ergibt 12. Und wenn beide aktiv sind, dann soll er eben 4, 4, 4 machen. Und da kann man dann dementsprechend selber seine Parameter festlegen. Das heißt, wenn man sagt, okay, ich möchte links 3 haben und rechts auch 3, dann muss man den Wert natürlich hier auf 6 setzen, damit man auf 12 kommt. Und hier könnte man den Wert eben halt auf 9 setzen. Das heißt, man kann es parametrisieren. Gut. Ja? Nee, 12. Ach, da habe ich habe ich heute Morgen falschen Screenshot genommen. Stellt euch das als 12 vor. 12, wir haben 12. Sorry. Aber es wäre auch möglich. Du könntest halt auch einen 24er-Grid daraus machen. Das ist egal. Das hat damit nachher zu... 12, ja. Sorry, mein Fehler. Ja. Genau, also man könnte dann eben halt sagen, okay, 3, in der Mitte 6 oder 4, je nachdem, was ihr machen wollt. Ne? Wenn ihr sagt, okay, ich möchte Hälfte, Hälfte haben, ist es auch relativ easy, das zu machen. Okay. Ja, hier unten Modernizer. Da sage ich gleich am Anfang, die Modernizer, die im Moment da eingebaut ist, ist die für ich weiß nicht, sagt jedem was Modernizer ist? Nein? Also Modernizer ist ein JavaScript, was man als erstes lädt und das überprüft, was für ein Browser oder je nachdem, was für Medium die Seite aufruft und lädt oben in den HTML-Tag CSS-Klassen. Und über diese Klassen kann man überprüfen, was der Browser unterstützt. Und dann kann man dementsprechend die Seite so aufbauen, was weiß ich, kann der Browser SVGs, dann da kann ich SVGs in meinem Template benutzen. Der Modernizer, ja, ist halt, der da jetzt eingebaut ist, ist für Deployment. Das heißt, da ist alles drin. Das heißt, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt mein Template, das sage ich im Voraus, sollte man sich überlegen, okay, was bin ich überhaupt ein? Und dann gibt es auf der Modernizer-Seite so einen Customizer mit so Text, die man anklicken kann. Und dann kann man sagen, okay, ich möchte nur wissen, ob der Browser SVGs kann. Und dann lädt man sich die Modernizer JS runter und dann ist die eben halt nur 2 Kilobyte oder sowas groß statt 80 oder sowas. Und die ist im Moment, hier ist die Deployment drin. Das heißt, da wird alles geladen. Die kann man aber austauschen. Das Template kann man auch benutzen ohne Bootstrap. Dann sind natürlich diese ganzen Einstellungen, die man hier findet, braucht man dann eigentlich nicht. Aber ich habe es extra eingestellt, dass hier unten kann man einstellen, möchte ich Bootstrap geladen haben als CSS-Datei und als JavaScript-Datei. Hier oben, das Problem ist, Bootstrap macht ja
normalerweise, wenn es ein Dropdown-Menü oder sowas gibt, rendert er als CSS-Klassen Dropdown und sowas rein. Da habe ich in der Index.php unten, das zeige ich auch gleich nochmal, ein kleines Skript geschrieben, was ich hier mit an- und ausschalten kann, dass das Menü eben halt so einen kleinen Pfeil und sowas alles bekommt. Da braucht man sich dann keine Gedanken machen mit einem Menü-Override. Das wird per JavaScript reingeblendet. Wenn man jetzt sagt, ich möchte eine Webseite aufbauen und der Kunde oder sowas möchte nicht das Responsive Web Design bezahlen oder brauche es nicht, ich möchte einfach eine statische Seite, ein fixes Layout haben, dann kann ich hier über den Parameter oben den Metaport, wenn man HTML-Template schreibt, muss man oben ein Metaport Viewport einblenden mit einer Scale 1, dass man die Webbrowser, das auf dem Handy und so, nicht zoomen kann. Und wenn der eingeblendet ist, dann ist das Problem, dass man die Webseite auf dem Handy nicht hochscrollen kann, wenn es nicht responsive ist. Das heißt, man kann sie nicht irgendwie, gibt es einen Parameter, womit man das aber anschalten kann, aber hier wird eben der Parameter ausgeblendet, standardmäßig ist er eingeblendet. Dann kann man sich Font Awesome reinholen ins Template, wenn man eben diese Icons benutzen möchte. Die Holder.js ist eine JavaScript-Datei. Das Template benutze ich auch viel für Prototyping. Das heißt also, Kunde ruft an, schickt mir ein Mockup, ich setze das ganze Ding zusammen. Und dann habe ich mit Holder.js die Möglichkeit, Platzhalter, also Bildplatzhalter einzubauen. Es gibt Placeholded, das ist ein Dienst. Das Problem ist, Placeholded funktioniert nur online. Da wird an eine URL, werden Parameter geschickt und dann kriege ich eine Datei geschickt, ein Bildformat. Und Placeholder.js funktioniert auch offline. Das heißt, wenn ich beim Kunden bin, ich will ihn die Webseite präsentieren, ich habe kein Internet, kann ich mit Holder.js die Seite so aufbauen, dass ich Bildplatzhalter habe. Dann habe ich hier die Möglichkeit, Google-Schriften einzublenden. Google Analytics, den gibt man hier seinen Code ein. Nach einem neuen Parameter kann man seine Domain eingeben. Das heißt, man braucht das Skript nicht mehr einbauen. Meistens, wenn ich Kunden, ist immer wegen Datenschutz oder so, sollte man natürlich vorher aufmerksam machen, dass sie nach England, ist das England oder Irland? Wo sitzen die? Keine Ahnung. Aber man muss normalerweise, wenn man Google Analytics einbaut, sich eine Genehmigung holen, dass man das darf nach Datenschutz. Das dauert dann 6 bis 12 Wochen und dann kriegt man einen Zettel und dann darf man also erst Google Analytics benutzen. Google Analytics wird auch mit Anonymized IP eingebunden, da braucht man sich auch keine Gedanken drüber machen. Man kann hier JavaScript-Dateien hier eingeben, den Pfad, und dann werden sie halt deaktiviert. Das ist aus dem Blank-Template noch, da unten CSS-Dateien auch, da hat man auch die Einstellungsmöglichkeiten. Soweit zu den Parametern, das ist relativ viel. Ich werde das gleich mal zeigen, wie es funktioniert. Ja, ja. Es ist gerade alles aktualisiert worden vor 2 Tagen. Okay, die Köpfe qualmen. Ich glaube, ihr habt schon abgeschaltet. Gehen wir mal in den Demo-Modus. Ich gucke mal kurz, was da kommt. Okay, das Plugin. Alles klar. Also, wenn ihr euch das Template, es gibt eine Demo-Seite. Die habe ich eingerichtet. Da könnt ihr im Voraus alles mal testen. Die Seite setzt sich immer jeden Tag oder jede Stunde setzt die sich zurück. Im Moment läuft sie leider noch auf Demo Kickstart and Extensions. Ich blende aber gleich noch eine URL ein. Da wird es demnächst eine Demo geben. Da könnt ihr euch anmelden im Backend mit Demo und dann könnt ihr da mit den Modulpositionen rumspielen, wie ihr wollt. Und nach einer Stunde, also um 10.59 Uhr, würde sich der Server wieder zurücksetzen. Also wenn ihr rumspielt, nicht unbedingt um 5 vor voll anfangen, weil in 4 Minuten danach ist die Seite wieder standardmäßig aufgesetzt. Okay, das ist jetzt zum Beispiel so der Standard-Output, wenn ihr das Template installiert habt. Hier gibt es ein paar Modulpositionen, die ich hier mal angelegt habe. Und dementsprechend zeige ich mal kurz, wie das funktioniert. Wenn wir eine normale neue Webseite haben, dann das habe ich heute Morgen installiert. Würde man ja eben jetzt dahin gehen und würde sagen, okay, ich lade mir jetzt dementsprechend hier auf GitHub. Nübel ist da mein GitHub-Account und Kicktemp ist eben halt das Template. Da findet ihr alle Dateien und dann könnt ihr hier unten rechts auf Download Zip klicken. Und dann kriegt ihr eine Zip-Datei. Die könnt ihr dann dementsprechend runterladen. Ich habe jetzt hier mal
Ich habe sie schon runtergeladen, aber egal, ich überspeichere sie ganz kurz hier. Okay. Oh, die Auflösung ist echt bescheiden, ey. Okay. Ganz einfach, wie ihr es auch kennt, ihr zieht euch das hier rüber oder durchsucht die Datei, sagt, okay, hochladen. Dann ist das Template installiert. Ihr geht unter Templates. Wenn das zu schnell geht, sagt Bescheid, aber ich wegen der Zeit und so muss ich ja ein bisschen durchspringen. Ihr aktiviert das Template, dass es standardmäßig aktiviert ist. Wenn man sich jetzt im Frontend das anguckt, sieht es blank aus. Im Moment sind keine Parameter für Bootstrap und so angeschaltet, deswegen sieht es noch nicht so toll aus. Jetzt kann man in die Einstellung gehen. Hier finden wir die Parameter, die ich vorhin erklärt habe. Und hier müsst ihr dann dementsprechend sagen, okay, render mir mal Bootstrap raus, das könnt ihr auch lassen. Holder.js für Platzhalter für Bilder. Und drückt auf Speichern. Und dann wird Bootstrap aktiviert und ihr könnt dann dementsprechend jetzt anfangen und sagen, okay, ich brauche oben das Menü. Es kommt darauf an, was ihr mit der Webseite vorhabt, aber ich setze das mal kurz zusammen. Also ihr habt hier oben das Menü, dann sagt ihr hier, ich setze das auf die Menüposition in dem Template, hatten wir ja vorhin gehabt. Dann müsst ihr euch kurz aussuchen, welchen Style ihr haben wollt. Ist Ihnen überhaupt Bootstrap jemand bekannt? Also weiß jeder, was Bootstrap ist? Jemand nicht? Okay, alles klar. Nein, nein, sind sie nicht. Die muss man sich selber. Die musst du dann dementsprechend hier, wie man das kennt, Modulklassen-Suffix, ne? Dann speicherst du das. Also wenn ich es jetzt hier nicht aktiviere, ich kann es nochmal kurz machen. Ich habe das jetzt auf die Modulposition gesetzt, das Menü, dann wird mir das jetzt hier oben eingeblendet. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, sieht es nicht so toll aus. Jetzt kann ich hier mit den Menü-Style reinladen und dann kriegt man dementsprechend hier ein vernünftiges Menü. Okay. Ja, die muss man nicht wissen, die kann man nachlesen. Wenn man auf Get Bootstrap geht, findet man hier unter CSS. Ich muss mal kurz leider, weil der mir wird die Menüleiste links ausgeblendet. So, zack. Ah ne, das ist unter Components. Das ist eine Komponente. Da findet man die Navbar. Und hier findet man so Styles. Und da findet man hier eine CSS-Klasse, die man angeben muss. Ja? Ich wollte gerade mal kurz sagen, wenn es so 3.2 ist, ja. Die aktuelle ist unter 3.2. Nee, die ist 3.2. Auch, ja. Aber im Sinne, eigentlich irgendwie nicht mehr ausgeht, nach einer Word auf 2.3, oder? 2.3, ja. Es ist von der Semantik her ist das grottenschlecht. Also ganz ehrlich, da hat sich Joomla wirklich keinen Gefallen mit getan, Bootstrap da einzubauen, weil da gibt es jetzt eben halt die ganzen Probleme mit den Templates, wenn man jetzt die benutzt und sagt jetzt, ich möchte, benutzt Bootstrap 3 und ich habe dann jetzt ein System-Output für, wenn ich einen Editor, ich möchte Frontend-Editing irgendwelche Autoren das ermöglichen, dass die Beiträge erstellen, habe aber in meinem Template vorne Bootstrap 3, das geladen wird und jetzt kommt aber der HTML-Code von Joomla in 2.3, dann hast du richtig deinen Spaß, die Overrides zu schreiben. Ja, aber das ist jetzt eine Diskussion, da können wir uns, ja. Ja, das war der Sven hat es gestern schon gemacht, aber da sind nicht alle drin. Das ist, ja. Ja, aber das ist damit nicht getan. Ist aber auch egal. Ich mache jetzt meinen Vortrag weiter. Okay, also da könnt ihr das nachgucken. Hier ist dann das Modul jetzt eingebunden. Und jetzt habe ich diese Holder.js ja schon mal vorhin erwähnt. Die habe ich ja eben gerade aktiviert. Das heißt, wenn wir uns hier mal kurz den Quellcode angucken, dann finden wir unten, dass die Holder.js eingebunden wird. Hier ist so ein Skript, das eben die Dropdown-Geschichten macht. Da sind ein paar Sachen auskommentiert. Ihr habt das Problem, wenn ihr ein Dropdown-Menü habt, dass Bootstrap automatisch, wenn ihr oben auf den Link klickt und da ist eigentlich eine URL drin, dass er nicht mehr auf die raufkommt, weil er das Menü immer rausfährt, das Dropdown-Menü. Und da könnt ihr eben halt über bestimmte Parameter das ausschalten per JavaScript. Das habe ich mal da drinnen gelassen, da müsst ihr dann halt gucken. Das ist wirklich alles, jetzt sage ich mal, für jemanden, der
damit schnell was aufsetzen möchte. Okay, wir gehen mal kurz hier rein. Ich mache jetzt kurz eigene Inhalte und fange jetzt hier an. Schreibe das kurz bei HTML-Code. Ich nehme einen Image-Tag-Source. Und dann ist die Anweisung holder.js/. Jetzt mache ich schon Auto, weil sonst wird dem Image-Tag eine Height und eine Width-Mist gegeben. 300x300 Pixel. Und jetzt kann ich den Image auch einen Text mitgeben. Das nenne ich jetzt zum Beispiel Logo. Jetzt ist es im Bootstrap, damit sich ein Bild responsive verhält, wenn es über den Bildschirmrand rausgeht, damit sich das anpasst, gibt es eine CSS-Klasse, die nennt sich Image Responsive. Und wir machen den Image-Tag zu. Jetzt können wir das Bild meinetwegen auch mal ein bisschen größer machen, wir haben 500x500 Pixel. Nein. Und jetzt sage ich hier Position Logo und nenne das hier auch kurz Logo und speichere das ab. Und jetzt habe ich hier ein Logo, was 500 Pixel breit ist, und wenn ich den Bildschirm jetzt kleiner ziehe, passt sich das an. Und jetzt könnt ihr eben dementsprechend auch sagen, okay, ich brauche jetzt in der Sidebar irgendeinen Platzhalter, dann könnt ihr eben sagen, okay, hauen wir das Ding bitte mal in die Sidebar, Sidebar B auf der rechten Seite als Kopie speichern. Na, wo ist es? Ach, das ist so untergerutscht, weil wir schon in dem, ich habe MD und ich bin wahrscheinlich schon in den Template-Bereich. Das heißt, ich müsste jetzt, wenn er nicht umbrechen soll, müsste ich eben in meinem Template einstellen, dass diese Spaltenbreiten, die wir parametrisieren können, nicht für Medium-Device gelten, sondern auch für Small-Devices. Weil das kommt, wir haben so eine schlechte Bildschirmauflösung hier. Jetzt dürfte das Logo daneben rutschen. Und so könnt ihr eben halt über die Parameter einstellen. Ihr könnt auch sagen, okay, ich brauche jetzt auf einem Medium-Device möchte ich hier, dass es 6 Spalten breit ist. Dann könnt ihr natürlich auch das schreiben. Und für ein Small-Device würde dann eben halt 4 gelten. Das ist bei Bootstrap 3.2, könnt ihr dementsprechend für die einzelnen Devices hier festlegen, wie breit die Spalten sein sollen. Bei Bootstrap 2.3 hattest du nur ein Span und dann hattest du das Medium-Device und wenn du es schmaler gezogen hast, ist es auf 12 automatisch gegangen. Und hier kann man eben halt über diese Parameter für jeden Breakpoint, für die Media Queries, festlegen, wie breit so eine Spalte sein soll. Und das könnt ihr darüber einstellen. Genau, da ist eine komplette Dokumentation dazu. Gut, jetzt kann man auch, sag ich mal, oben in dieser Position ja natürlich auch mehrere Module reinladen. Und da kommen wir eigentlich zur Königsdisziplin der ganzen Geschichte. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen. Wir haben dementsprechend die Position. Ich lade jetzt zum Beispiel mal ein Modul. Ich kopiere das hier mal. Gehe hier rein und ich lade das jetzt mal oben über den Top. Auf die Top-Position über den ganzen Inhalt. Und ich möchte jetzt 2 Module haben, die nebeneinander sitzen. Dann war es früher so, dass man eben, top. Jetzt sage ich hier veröffentlicht. Speichere das Ganze kurz ab. Ich blende mir mal ganz kurz, damit man das sieht, den Titel ein. Jetzt habe ich hier unter dem Menü hier wieder diese Position, die ich mir eben gerade angelegt habe, das ist Position Top. Und jetzt möchte ich hier rechts auch noch eins haben. Jetzt würde ich hier als Kopie speichern drücken. Und jetzt sitzen die eben halt untereinander. Und jetzt geht das halt los. Jetzt steht man vor der Problematik. Jetzt müsste ich über erweitert mir die Modulklassen-Suffix nehmen und müsste jetzt hier das per Hand alles reinschreiben. Muss aus dem Kopf das alles wissen, wie sind die Befehle, dass da ich eben halt ColMD6 und ColMD6, dann habe ich eben halt 12 Stück auf einer Breite. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal, wir sind im Small Device, muss ich hier also 6 eingeben. Speichere das Ganze ab. Ich habe ein Leerzeichen davor vergessen, das nervt mich auch an Joomla. Dann macht er nämlich so, zack.
Mit dem Leerzeichen? Ja. Aber mich nervt das, ich komme da nämlich gleich zu, ich habe ein Plugin geschrieben, das erleichtert euch echt eine Arbeit. Also, SM6, das ist das zweite Menü, also jetzt rutschen die beiden nebeneinander. So, und bis das der Kunde verstanden hat, was er da überhaupt eingeben soll, wo finde ich das überhaupt, über Erweiterungen, Modulklassensuffix, ruft er ständig an, man hat die Probleme und man hat hier standardmäßig das, was von Bootstrap 2 ist, da wird ein Span genommen, ne? Und dann ist es halt das Problem, dass man sagt, okay, ab einem bestimmten Medium, so wie jetzt, würde das halt umbrechen. Wenn ich jetzt aber sage, das soll auch auf dem Handy so sein, würde ich halt XS für Extra Small Devices eingeben und dann wären die beiden Elemente auf allen Bildschirmreiten nebeneinander. Das heißt, wenn ich es hier kleiner ziehe, sind die immer nebeneinander. Und das würde bei Bootstrap 2.3 in der Version nicht funktionieren. Deswegen sage ich, haben sie sich keine Gedanken darüber gemacht. Damals war es halt die Version. Ich glaube, dann kam relativ schnell Bootstrap 3 raus. Da arbeiten die jetzt mit Prozenten und auch nicht mehr mit festen Breiten. Und da hat man eben halt die Möglichkeit, für jeglichen Devices das einzustellen. Aber jetzt ist es halt so, man muss über Erweiterung immer die CSS-Klassen alle reinschreiben. Jetzt gibt es auf GitHub noch ein zweites Plugin, was ich geschrieben habe. Und da erzähle ich jetzt gleich erstmal was zu, nachdem ich das installiert habe. Also ihr lädt euch das runter. Ich lade immer das Template und das Plugin, weil es wirklich was erleichtert. So, das Plugin müsst ihr auch einmal, nachdem ihr das installiert habt, müsst ihr euch das aktivieren. Das ist ein System-Plugin. Da oben sitzt es drinne. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz zu einer Präsentation. Ein System-Plugin. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe gesagt, warum schreibe ich nicht ein Plugin, was die Parametrisierung der Module etwas erweitert und mir sozusagen den Modulrenderer eben, also ich, Modulrenderer ist halt eine Funktion, die eben diese Module ausrendert und die habe ich ein bisschen aufgebohrt und jetzt hat man eben die Möglichkeit festzulegen, auf welche Modulposition das angewendet werden soll. Man kann hier bestimmte Parameter freischalten. Und ich zeige das mal ganz kurz. Das ist sonst jetzt wirklich nicht aufnahmefähig, um das zu sehen. Ich habe jetzt das Plugin aktiviert. Wir erinnern uns, dass wir Module oben erweitert, war der letzte Tab. Ich aktiviere jetzt das Plugin. Also die Module trennen mit Komma. Genau, das mache ich. Position, Komma, getrennt alle rein. Genau, kann ich gleich nochmal zeigen. So, jetzt habe ich das. No. So, jetzt fange ich schon mit Englisch an zu reden. Okay. Jetzt habt ihr das Plugin installiert und jetzt gehen wir mal hier kurz auf die Modulerweiterung und jetzt sehen wir, dass wir hier ein paar Tabs bekommen haben. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, ich hau das mal kurz raus. Jetzt findet ihr einen Tab Bootstrap. Jetzt könnt ihr durch das Plugin könnt ihr euch sagen, okay, für die extra Small Devices möchte ich 6 haben, für die Small Devices soll es 3 sein, für die Long Devices soll es, was weiß ich, wieder 6 sein. Auf dem Medium Device möchte ich, dass das Ding bitte ausgeblendet ist. Wie bitte? Nee, du siehst nur Small Devices. Aber ich ziehe das gleich einmal kurz breiter. Wenn ich das ausdrucke, möchte ich, dass es nicht ausgegeben wird. Dann kann ich hier eben halt sagen, okay, blende mir das aus. Ne? Also ich drücke einmal kurz auf Speichern. Jetzt wird es zwar ein bisschen, glaube ich, ein bisschen. So, jetzt habe ich die Dreier-Einstellung. Jetzt muss ich mir leider mal kurz die Bildschirmüberprüfung hier reinziehen. Und jetzt kann ich. Oh, das ist nicht behindert. So, Small Devices, zack, jetzt ist es weg. Large Devices ist wieder da, weil ich habe ja Hidden MD angeschaltet. Und da ist es wieder. Weil ich von MD in SM komme. Für Small Devices. Und ihr könnt jetzt halt auch sagen,
in dem Modul möchte ich, dass das Bild links und rechts einen Abstand habt. Ihr könnt halt bei den Modulen, wenn ihr in einer Spalte Module habt, würden die alle aneinander klatschen. Jetzt müsst ihr dem wieder eine ID geben, müsst ihr in der CSS-Datei reingehen, müsst ihr wieder reinschreiben, du hast jetzt aber nach unten 20 Pixel Abstand oder sowas. Jetzt könnt ihr hier reingehen und sagen, okay, unten hast du 30 Pixel Abstand. Ohne PX, also PX wird rangehängt. Man kann es nochmal einstellen in dem Plugin, da müsst ihr dann irgendwie, man könnte es rausnehmen und dann könnt ihr das selber einstellen. Wenn ihr mit EM oder sowas arbeiten wollt, dann könnt ihr das halt so machen. Ich lasse das mal hier ganz kurz weg. Ich möchte kurz zeigen, man hat auch die Möglichkeit, in diesem Modul zu sagen, okay, der Text soll 40 Pixel weiter eingeschoben werden. Dann sage ich hier 40 Pixel, drücke hier auf Speichern und dann sitzt eben halt der Inhalt. Ach, bei dem Bild geht es natürlich nicht. Ich muss mal kurz hier reingucken, ob ich das hier aktiviert habe. Style, Inline-Block ist es. Okay, aber wenn ich jetzt hier Text drin hätte, wäre das... Es ist Inline-Style. Das ist leider, das ist pfui. Das ist eben halt der... Man sollte jetzt mit diesem Ding hier, das ist Inline-Style, weil da habt ihr gar keine andere Möglichkeit, das sonst zu realisieren. Ne? Es ist wirklich... So, ihr habt dann aber auch die Möglichkeit halt Background... Ach, das ist ein altes Plugin. Ich muss mal hier kurz ins neue Plugin gehen. Über Background ist ein Color Picker. Ihr könnt auch den Modulpositionen Farben geben. Das heißt, wenn ihr jetzt hier Red reinschreibt, hätte das Modul eben so eine Farbe. Man kann jetzt das auch auf die Spitze treiben, wenn man sagt, okay, Background Color brauche ich nicht wirklich. Man könnte jetzt hier anfangen... Es ist halt Inline-Style, Input-Feld. Ich könnte dann halt wirklich hier meinen eigenen Custom-Style reinschreiben. Ne? Und dann würde jetzt dementsprechend hier auch noch ein Border. Ah, das sieht man natürlich nicht. Machen wir mal 10 Pixel. Ne? Und könnte halt mit dem Inline-Style da die Geschichten reinschreiben. Wichtig, also das Ganze ist mal entstanden halt, das ist halt ganz wichtig. Das erleichtert euch wirklich das Leben. Wenn ihr mit Bootstrap 3 arbeitet, könnt ihr das hier einstellen. Und das funktioniert auch mit dem Modul Advanced Manager. Also wenn ihr den benutzt, könnt ihr auch dieses Plugin installieren. Und das funktioniert autark. Ihr braucht nicht das Kicktemp. Ihr könnt euch dieses Plugin installieren. Ihr benutzt irgendein anderes, was mit Bootstrap arbeitet. Dann könnt ihr euch das hier installieren. Und dieses Plugin, wenn wir uns mal hier... das Plugin angucken, das ist ein System-Plugin. Es benutzt eben halt seine eigenen Styles. Mod Chrome. Und ihr könnt dann dementsprechend hier, wenn ihr sagt, ich brauche irgendeinen anderen Style, könnt ihr euch die eigenen Styles hier reinschreiben. Wenn ihr jetzt auf Erweitert geht, findet ihr hier unter System ganz unten am Ende zwei neue System-Mod Chromes, die ihr benutzen könnt dafür, also Modulstile. Und da gibt es halt ein, und zwar könnt ihr eben mit diesem Plugin auch One-Pager machen. Ihr habt ja sonst immer die Problematik relativ fix, ihr legt euch ein Modul an und dieses Modul muss eine ID haben, damit eben halt, wenn ich auf einen Ankerpunkt klicke, dahin scrolle. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, hier auf One-Page zu klicken. Ach, das ist leider hier noch nicht ganz übersetzt. Gebt ihr hier die ID ein, wie das heißen soll, was weiß ich, ihr habt unten Kontakt, dann kriegt das die ID Kontakt. Und ihr würdet euch jetzt eben halt einen Menüpunkt anlegen, eine externe URL. Und statt jetzt irgendeine richtige URL reinzuschreiben, schreibt eben halt Raute Kontakt. Und dann hättet ihr sozusagen eine Sprungmarke und könnt damit einen One-Pager machen. Das Ganze ist dann halt noch so gemacht, wenn man jetzt ein Template hat, so wie jetzt. Und ich sage jetzt, okay, ich habe jetzt hier eine Modulposition On-Page. One-Page heißt die. Dann kann man jetzt sagen, okay, ich möchte einen Background-Color haben, die von links nach rechts laufen soll und der Inhalt soll aber mittig zentriert sein. Dann gibt es hier eine neue Modulposition, die heißt One-Page, da könnt ihr euch dann irgendwie selber was ausdenken, weil wenn wir mal hereingucken ins Template, bin ich euch zu schnell, kommt ihr hinterher, ist das ein bisschen, ja, einige haben wahrscheinlich schon abgeschaltet, ne? Aber ist halt die Zeit im Auge. Wir haben jetzt hier mal kurz das Template und hier sehen wir, dass eigentlich Bootstrap-konform das Modul überprüft wird. Hier ist es ein bisschen anders. Ich habe hier mir eine PHP-Klasse geschrieben, schreibe hier den Namen rein von dem,
von der Modulposition. Hier wird dann überprüft, gibt es ein Modul auf der Position Top? Wenn ja, render mir einen Container raus, dann machst du ein Row auf für die Spalte und dann renderst du mir eigentlich erst mein Modul raus. Hier steht ein Style und hier würde der Inhalt Name Top stehen. Und dann rendert er alle Module raus, die auf der Position Top sind. Das Clearfix könnt ihr rausnehmen, je nachdem. Und bei dem One-Page habt ihr eben halt hier eine Position, wo das hier nicht mit ausgegeben wird. Weil wir ja nicht wissen, wenn ich einen One-Pager mache, vielleicht möchte ich auch einfach nur ein Bild einfügen, was über die komplette Breite geht und nicht in dem Container von Bootstrap sitzt. Der Container von Bootstrap kriegt da eine Breite. Und wenn ich jetzt auf einem 27-Zoll-Monitor mit 2000 Pixeln sitze und ich möchte ein Bild, was von links nach rechts geht, würdet ihr eben dementsprechend hier ein Bild einfügen und könnt dann dementsprechend hier die Position auf OnePage setzen, wählt hier die ID aus und dann ist es ganz wichtig eigentlich hier zu sagen, okay, den Modulklassen-Suffix gibst du mir da nicht aus, weil das Plugin ist so programmiert, dass wenn Module keine Klasse bekommen haben, kriegen die automatisch Cool XS12, dass die über die volle Breite gehen. Und deswegen habe ich das Plugin auch noch so programmiert, dass man Modulpositionen angeben kann, wo es nicht ausgeführt wird. Wenn ich die Sidebar oder sowas habe und ich möchte, dass da die Module, die keine Anweisung hier bekommen, nicht XS12 bekommen, die Klasse, dann muss ich die in dem Plugin angeben. Dann kann ich sagen, okay, Sidebar B, da möchte ich gar nicht mit so Parametern arbeiten, weil da soll immer alles über die volle Breite gehen oder sowas. Dann müsst ihr über Plugin das Modul ausschließen. Dann gibt er da die Modulposition ein. Okay. Nee, das ist nur rein technisch. Da müsst ihr dieses ganze Scrolling, da könnt ihr euch selber auch mit dem Menü, dass die Ankerpunkte und so automatisch aktiv werden und so. Das geht nur darum, dass ihr wirklich ein Modul anlegen könnt, was eine ID, dann könnt ihr bei erweitert sagen, okay, ich möchte, dass das Ding eine Section bekommt, weil es eine neue Sektion ist, ein neuer Abschnitt. Und ja, dann würdet ihr dementsprechend hier OnePage, gibt eine ID und dann könnt ihr jetzt hier einstellen, der Content, der hier drinne steht. Will ich den über die volle Breite haben, dann sagt ihr, okay, render mir jetzt keinen Container und Row rein, sondern der soll einfach links anfangen oder das soll auf die volle Breite gehen, je nachdem, was ihr drin habt. Aber wenn ihr sagt, okay, ich möchte jetzt einfach nur eine Hintergrundfarbe haben von Grau oder sowas und der Inhalt, der in dem Ding ist, soll aber mittig wieder zentriert sein, dann könnt ihr hier sagen, okay, render mir mal bitte einen Container und Row rein, wenn ich das jetzt hier so mache, habe ich jetzt das Problem, dass ich das Standard-Template anhabe. Und da gibt es die Position OnePage nicht. Wir haben in dem Kicktemp die Möglichkeit. Ich mache hier mal eine Kopie von. Ihr könnt nämlich den Style hier jetzt einfach kopieren. Ihr braucht auf einer anderen Seite irgendeinen anderen Template-Style. Jetzt habe ich hier das Kicktemp Standard. Das nenne ich jetzt mal OnePage. Sag hier bei erweitert, benutzt du bitte den Seitentyp OnePage, weil da gibt es die Modulklasse. Drückt auf Speichern. Und jetzt könnt ihr dementsprechend hier auf Menü, wir sind ja hier im Moment auf dem Startseitenmenü, drückt ihr hier unten auf das Menü und dann habt ihr hier unten den Parameter, um Template Style auszuwählen. Jetzt könnt ihr hier sagen, okay, bitte benutzt da den Template Style Kicktemp OnePage. Und dann könnt ihr für die einzelnen Menüpunkte einen OnePager machen. Und wenn ihr jetzt sagt, ich habe auf der Startseite einen OnePager und auf der Unterseite brauche ich aber einen Block, wo ich das eigentlich alles gar nicht brauche, dann könnt ihr euch eben halt das Kicktemp kopieren, legt ihr euch den Style an und dann macht ihr daraus einen Block. Und dann könnt ihr über die Menüs das eben halt steuern. So, wenn wir jetzt hier raufgehen, dann müsste die OnePage ausgegeben werden. Die hat aber jetzt leider hier noch die Styles drinne. Hier ist die Section. Und hier habe ich jetzt leider nicht deaktiviert in dem Modul, dass er die Mod-Class nicht ausgeben soll. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Erweiterung Module gehe, das war Logo 2, befindet sich auf der Position OnePage. Und jetzt habe ich hier vergessen, warum, ach Gott, ist das noch eine alte, kleiner Bug, sorry. Normalerweise müsste er hier aus der Section das Geraffel hier rausnehmen. Aber das gehört da nicht rein. Das ist nämlich dann das Problem, dass bei so einer Section, und dann geht das eben halt über die komplette Breite. Ne, ich habe dann hier einen Container, wenn ich das jetzt hier mal ein bisschen breiter ziehe. Das
Das funktioniert hier gar nicht, ne? Die Parameter, die ich da habe, ich auf Speichern gedrückt. Container Set, Logo. Ach, Buggy. Im anderen, ich kann das sonst mal kurz an einem anderen Projekt zeigen, aber ihr könnt eben halt darüber eine One-Pager machen. So. Das kannst du machen, musst du über das Plugin das ausschalten. Das ist ein bisschen tricky, weil das setzt sich halt hier rein und jedes Modul, was eigentlich keine Position bekommt, kriegt dann halt so ein Spaltenmaß. Da muss man sich ein bisschen jetzt einüben in der Geschichte. Da steckt schon sehr viel Einstellungsmöglichkeiten rein. Das wird manchen überfordern, aber es erleichtert einem das Leben, wenn man das ein bisschen verstanden hat. Mit der Section, das ist auf dem Kundenwunsch gewesen. Wenn es dich stört, der Kunde fragt nach, was kann ich damit machen, dann sagst du halt einfach, okay, ich gehe in das Plugin. Der Kunde soll das gar nicht sehen, dieses One-Page. Er braucht eigentlich nur dieses Bootstrap. Dann setzt du hier die ganzen Geschichten eben halt aus. Und dann hat der Kunde dementsprechend halt nur über Module die Möglichkeiten, die Bootstrap-Parameter festzulegen. Dann fehlen die Tabs. Na, dann hat er hier nur noch den Tab. Also ihr könnt das Plugin installieren, sagt, okay, ich brauche die Einstellungsmöglichkeiten nicht, weil der Kunde nicht weiß, was er damit machen kann. Und dann lasst ihr es halt einfach so. Okay. Ich kann mal kurz ein paar Beispielseiten zeigen, weil wir sind ja auch schon gleich durch. Wir sind schon durch, ne? Hier wieder? Okay. Ich habe hier, wie gesagt, das Grid-Layout. Das ist ja eben bekannt, das brauche ich nicht erklären. Holder.js habt ihr auch gesehen. Hier gibt es eine Seite dazu. Hier seht ihr... Wie bitte? Ja, nee, 45 Minuten eigentlich. Und dann 15 Minuten. Aber egal. Machen wir gleich die Fragerunde nochmal. Holder.js ist da drinne. Und jetzt kommen wir mal zu CodeKit. Das ist für einige vielleicht ganz interessant. Und zwar habe ich hier mal die Demo-Seite. Die wird es nachher auch geben, wo ihr rumspielen könnt. Hier sieht man dann, welche Modulpositionen es alle gibt. Ich muss das hier leider mal ein bisschen größer mal kurz ziehen, dann sieht man das. Hier sieht ihr, welche Modulpositionen gibt es. Und zwar... Top, Sidebar A, Inner Top, Sidebar B, Inner Bottom, Bottom Footer. Und dadurch könnt ihr dann da entsprechend eure Seiten zusammenbauen. Die Seite, ihr findet das nachher auf demo.kicktemp.com. Kicktemp.com ist nachher die Seite, da ist leider im Moment noch nicht wirklich viel drauf. Die wird noch alles überarbeitet, es gibt eine Dokumentation. Und dementsprechend, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel... auf der Seite seid. Wer arbeitet mit Less? Kompiliert das irgendwie? Okay. Hier mal als Beispiel. Ich habe jetzt CodeKit, ich arbeite auf dem Mac. CodeKit ist ein Programm, womit ihr Less-Dateien kompilieren könnt. Das heißt, mit Less könnt ihr Variablen festsetzen für CSS-Dateien und Less kompiliert die und speichert eine CSS-Datei aus. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, in dem Template, ich muss mal kurz gucken, ob ich hier noch irgendwo die Einstellungsmöglichkeiten habe. Mal kurz hier die ganzen Dinger hier schließen. Kurz wieder ins Backend gehen. Wie man sich dran gewöhnt, auf dem 27 Zoller zu arbeiten. Gibt es da gar nicht. Habe ich das hier noch irgendwo offen? Da ist es. So, ich melde mich hier an. Das ist wahrscheinlich mein Server. Okay. Also, Templates waren wir eben gerade drin. Ich habe hier einen Template-Style, und zwar CodeKit. CodeKit-Less habe ich eben gerade aktiviert. Hier habt ihr die Einstellung zu sagen, okay, CodeKit-Less. Und wenn wir uns mal die Struktur anzeigen von dem Template, dann findet ihr einen Ordner CodeKit. Und in der befindet sich eben halt Bootstrap mit Less-Dateien, Front Awesome mit Less-Dateien. Und hier habt ihr noch so eine Custom-Less. Da könnt ihr dann anfangen, euren eigenen Less-CSS reinzuspeichern. Und CodeKit guckt jetzt auf die Kickstart-Less, da haben wir das eingebaut und generiert aus diesen Dateien eine CSS-Datei.
Und diese CSS-Datei wird dementsprechend, das ist jetzt wirklich schon sehr viel Technik, wenn CodeKit aktiviert ist, bindet er die Kickstart-CSS ein. Und diese Kickstart-CSS generiert er mit CodeKit. Und jetzt könnt ihr dementsprechend, das ist jetzt schon sehr hohe Technik, euch hier das Browserfenster aufmachen. Hier macht ihr euch euer Projekt auf. Ich muss das Fenster mal kurz hier zur Seite schieben. Gehe hier ins Frontend der Seite. Muss mal hier kurz Kicktemp less. Und jetzt habt ihr hier den Menülink CodeKit less, habe ich eben gerade gemacht. Da wird das Template geladen, wo ich die Einstellung für CodeKit genommen habe. Und jetzt könnt ihr dementsprechend hier in die Custom less gehen. Und jetzt könnt ihr bei CodeKit, das ist nämlich CodeKit generiert einen Server, womit ihr entwickeln könnt, also eine Entwicklungsumgebung. Und dieser Server sorgt dafür, wenn ihr hier was ändert, zum Beispiel die Background Color aufs Schwarz setzt, speichert das ab, und ihr habt CodeKit aktiviert, braucht ihr den Browserfenster nicht verlassen und müsst nicht hier reingehen und refreshen. Jetzt könnt ihr dementsprechend hier, wenn ihr zwei Monitore habt, in eurem Editor eure Less-Dateien bearbeiten. Auf dem anderen Fenster habt ihr die Webseite auf und dann braucht ihr die Fenster nicht mehr switchen, sondern ihr könnt ihr dann einfach reingehen, sagen Red, was weiß ich, drückt auf Speichern und dann könnt ihr dementsprechend hier anfangen, die Sachen zu ändern. Ihr braucht nicht irgendwie mehr wechseln, Reload machen und sowas. Das ist für die lokale Entwicklungsumgebung. Robert ist leider nicht hier, der wollte eigentlich was zeigen und zwar funktioniert das Ganze auch ohne CodeKit, sondern einfach mit Node.js. Und jetzt könnt ihr dementsprechend auch, könntet ihr auch sagen, okay, ich möchte kein 12er Raster haben bei Bootstrap, sondern irgendein anderes Raster. Und dann könnt ihr hier reingehen und geht in die Variablen-Less von Bootstrap und da könnt ihr eigentlich alle Einstellungen einnehmen für Menüfarbe, Abstände zwischen den Spalten, was für ein Spaltenset möchte ich haben. Wenn wir hier weiter runtergehen, finden wir hier die Breakpoints. Wenn ihr sagt, okay, ich habe irgendeine Webseite, wo die Breakpoints anders sein sollen, wo es umbrechen soll, könnt ihr hier die selber bestimmen für die Media Devices. Und wenn ihr das macht, würde CodeKit oder je nachdem das rausrendern und dann Fragestunde. Ausufert, aber kannst du ganz kurz sagen, was sind die Einschränkungen, auf die man sich vorbereiten muss, wenn man jetzt beim Template verwenden will, weil der Joomla Core mit Bootstrap 2 arbeitet? Solange du Override schreibst, keine. Ja, und das ist die nächste Frage. Hast du für. Ich habe für bestimmte hab ich, sind Overrides drin. Also ja. Auch für zum Beispiel für von Autom, die aktuell von Autom, weil die haben ja. Ihre CSS-Klasse mit Prefix und funktioniert der in Joomla auch nicht mehr? Also ich habe jetzt so die Standarddinger genommen. Ne? Ich habe noch ein paar mehr. Ich habe die Navigationspfad, das Login überarbeitet. Ich habe den Content Editor, da habe ich ein Skript geschrieben, der, das ist so dumm es klingt, aber um den Editor umzubiegen, ist es lieber einfacher, ein anderes Template zu laden, Protostar oder sowas. Das heißt, Also wenn du jetzt das Frontend-Editing machst, also wir machen das auch. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel Beispiele, da machen wir das auch beim Kunden. Wir haben jetzt hier zum Beispiel den Markus Kuchklopp. Das ist auch das Template mit einer festen Breite. Deswegen muss ich jetzt hier scrollen. Aber der bearbeitet auch alles über Frontend. Das geht auch damit. Also das ist, kannst du auch machen. Du hast keine großartige Einschränkung. Ich kann mal kurz ein paar Beispiele zeigen. Hier ist auch eins, was mit dem Template gemacht worden ist. Na, da haben wir hier genau das Beispiel mit einer Sektion, die eine Hintergrundfarbe hat, die von links nach rechts geht und der Content soll aber hier erst anfangen. Na, und das funktioniert dann halt auch relativ easy. Da hast du das Menü-Style und ich weiß nicht, kennt jemand Red Bootstrap? Die Seite, wo man für schmales Geld Templates kaufen kann. Die könnt ihr nehmen, da einbinden. Das geht mit dem Template rüberbügeln, die Modulposition anlegen und dann habt ihr hier auch, wie jetzt hier ist zum Beispiel, wenn man hier reinguckt, das ist auch ein Bild. Was ist?
was auch von links nach rechts geht komplett. Wenn man jetzt hier zum Beispiel auf Unternehmen geht oder sowas, dann ist hier ein Bild, was über die volle Breite geht. Da habe ich eine CSS-Klasse Image Response Width. Da habe ich nicht Max Width, sondern eben noch eine Width 100 reingepackt und dann wird das Bild immer auf die volle Breite gezogen. Ja? Ja, gut, ja, das Problem ist bei der ganzen Geschichte, du musst Overrides, die Layouts und sowas, was da jetzt gerade im Moment alles zugange ist, da sitzen wir schon da drinne, dabei die Overrides alles zu schreiben, weil es ist nicht damit getan, einfach die Spans auszutauschen, weil der Aufbau für Tabs und all möglichen Kram ist anders geworden. Das ist, da ist wesentlich, da ist noch ein bisschen mehr, was da zu beachten sein wird. Das sind jetzt auch zum Beispiel Beispiele, das ist auch ein Template, was ich gemacht habe. Das Template, das kann noch wesentlich mehr. Das Template, über das Template könnt ihr auch an einem Menüpunkt Module rausrendern. Ihr könnt sagen, okay, ich habe hier ein Modul, ich kann das mal ganz kurz zeigen. Ich habe leider keine Zeit, aber es ist sehr interessant. Und zwar, das ist jetzt noch die Zweier-Version, ihr könnt über bestimmte Parameter, hier ist es, könnt ihr sagen, ich brauche ein Modul, also das ist halt ein String mit so //. Und dann macht daraus ein Array und dann rendert er an dieser Modulposition eben halt ein Menü. Das heißt, ihr sagt, okay, ich habe hier ein Menü, also ein Modul, das heißt Umkreis vom Typen nnmap. Und dann könnt ihr hier hinten den HTML-Style ranhängen und dann rendert er an dem Menüpunkt eben das Modul raus. Das funktioniert auch mit dem Template. Das ist wirklich schon, da gibt es eine Dokumentation, mit dem Template geht relativ viel. Ihr könnt zum Beispiel auch steuern, wenn ihr sagt, ich brauche, ach scheiße, jetzt habe ich abgemeldet. Ihr braucht zum Beispiel hier ein Menü, was nebeneinander ist. Ein Dropdown-Menü mit zwei Spalten. Bei den meisten Templates ist es so, ihr habt 20 Menüpunkte, dann hast du 10 und 10. Wenn du jetzt aber sagst, ich habe ein zusammenhängendes Menü und das soll umbrechen nach 13 Menüpunkten und auf der anderen Seite sollen 7 sein, habt ihr die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe hier das Service-Menü und dann gibt es hier Einstellungen, ich brauche zwei Spalten mit einer Width von 150 und der erste Bruch soll nach 14 Menüpunkten sein. Das ist schon, das ist für einen Kunden ein Hack gewesen, aber darüber könnt ihr solche Einstellungen, da macht er so Diffs darum, da könnt ihr sowas machen. Wir haben aber auch zum Beispiel eine Möglichkeit, oh, Blue Imp, wo haben wir denn den Kram? Habe ich das nicht mehr hier? Schade, 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 schade. Kurz mal gucken, ob es die Seite hier noch gibt. Ne, leider nicht. Ich habe noch ein Menü, da könnt ihr auch Mega-Menüs mitmachen. Also ihr könnt dann Content ausgeben, Background-Images, Platzhalter und so. Das ist alles damit möglich. Da gibt es aber eine Dokumentation. Das ist auch heute eher so eine Präsentation gewesen, was damit so ein bisschen möglich ist. Das Ding wird halt noch ein bisschen weiterentwickelt. Da steckt noch alles so ein bisschen. Auf GitHub ist es immer das, was ihr nutzen könnt. Es gibt aber noch wesentlich mehr Erweiterungen, die da möglich sind. Jo. Dokumentation wird jetzt gerade geschrieben. Ja, und dann könnt ihr eben halt mit dem Template innerhalb von 20 Minuten kurz ein Prototyping machen. Ihr kriegt ein Mockup, ihr müsst eine Webseite realisieren, dann sagt ihr, okay, ich habe jetzt hier oben eine Top-Position mit einem Hintergrundbild, was über die volle Breite geht, dann setzt ihr ein Logo auf die Position Logo, zentriert das, mit Margin könnt ihr ja auch negative Punkte angeben, dann wird es hochgezogen, dann habt ihr das Menü, habt ihr Position Top, dann könnt ihr hier so Dinger reinrendern mit Platzhalter. Ja klar, du hast das Template, achso, das kann ich mal kurz. Nee, du hast, ja klar, sonst macht das ja überhaupt gar keinen Sinn. Du hast ja hier die Bootstrap CSS, wenn du CodeKit nicht nimmst, werden die reingerendert. Du hast einen Editor-Style, hier sind die Font Awesome noch drin. Das ist die, die jetzt gerade mit CodeKit aktiviert worden ist, Normalize und hier gibt es ein Template CSS. Und da habe ich hier dann so ein paar Media Queries standardmäßig reingesetzt und hier könnt ihr dann einfach anfangen, euren Custom-Style reinzuschreiben. Genau, das könnt ihr damit machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Alles klar. Eine Frage noch,
die JavaScript-Datei, sondern die, also die CSS-Datei ist dann so eine CSS-Datei. Und die JavaScript-Datei ist auch eine. Ja. Bei CodeKit hast du hier JavaScript, Kickstart, yes, JS, und dann kannst du auch sagen, ich brauche jetzt das und das Geraffel von Bootstrap, brauchst du nicht. Und dann macht ihr dir daraus halt dann eine, in dem JS-Ordner eine Kickstart, yes. Oder auch eine Min gibt's auch. Eine minimierte, ne, die dann eben halt minimized ist. Oder halt eine, die noch vernünftig zu lesen ist. Das ist relativ. Das, was du vorhin gesagt hast, mit CodeKit, das geht aber nur sozusagen es geht, nein, das ist jetzt das Lustige, Robert und ich haben jetzt was entwickelt, wo du es auch online machen kannst, wo mit Galb und Boa, das ist, auf dem Server muss der Node.js funktionieren und dann kannst du da deine Sachen ändern und dann generiert er daraus automatisch eine Datei. Das ist, ich habe hier so ein, ich weiß, ich habe keine Zeit. Ich höre mal kurz im Beitrag soweit. Noch irgendwelche anderen Fragen? Keine? Okay, ich kann es dir kurz zeigen. Und zwar ist das hier ein anderes...